Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Kevin stellt gerade noch den Batterieraum fertig, den zweiten Batterieraum, den wir dann auch als erstes Gebäude komplett aus Granit bauen für den, ja, Feuerschutz und einfach auch so ein bisschen der Optik wegen, weil ich mag ja hier diese Granitwände oder Steinwände, die sehen generell ganz hübsch aus. Ja, des Weiteren schauen wir mal kurz, wie der Stand derzeit ist. Ah, Sonnenfinsternis ist vorbei, das heißt, die elektrischen Geräte laufen gleich wieder oder laufen schon wieder. Den Handel hier, den haben wir bereits abgeschlossen. Jetzt wird's mal Zeit, dass wir jemanden auf Reinigen stellen noch. Und ich habe gedacht, die Ohana vielleicht, das auf jeden Fall noch vor... Ich mache das mal anders hier. Ich werde das mal auf 2 stellen, Landwirtschaft. Ich werde reinigen auf 2 stellen. Und forschen werde ich auch auf 2 stellen. Und jetzt können wir nämlich hingehen. Und... Ja, ich bin gerade am Überlegen. Also zu forschen ist ja immer was. Wir lassen es jetzt mal so. Das heißt, zuerst kommt Landwirtschaft, dann kommt Reinigen, dann kommt Forschen. Forst wird noch dazwischen. Ja, Forstwirt finde ich okay. Wenn Bäume gefällt werden, ist das schon eine wichtige Sache. Obwohl, stellen wir bei Ohana mal auf 3. Das heißt also erst Landwirtschaft, dann reinigen, dann forschen. Wenn nichts zu forschen ist, was eigentlich fast nie vorkommt, wäre Forstwirtschaft und Träger dran. Das heißt, die gute Ohana trägt eigentlich sowieso nie. Und wir könnten es hier komplett rausnehmen. Ja, das wäre schon mal Nummer 1. So, Jebo kann gar nicht reinigen. Kevin reinigt, aber hat natürlich die Hauptaufgabe Bauarbeiter und Mechaniker. Dann reinigen und dann kommt Bergarbeiter, Forstwirt und Träger. Das heißt, wenn gar nichts zu tun ist, wenn alles sauber ist, dann wird getragen. Das ist hier an dieser Stelle aber auch in Ordnung, können wir so lassen. Allerdings würde ich dann mal hergehen und sagen, dass wir das hier auf 2 stellen, das auf 3. Träger dann auf 4 und reinigen auf 2. Dann haben wir hier die Einsen so ein bisschen raus. Dann war das auch fertig. So, Ulrike, ja, die macht eigentlich nur Forschen. Kann dann auch auf 1 stehen bleiben von mir aus. Ist in Ordnung. So, was haben wir hier? Odaiko. Jäger 3. Moment, fangen wir mit den 2ern an. Bauarbeiter, Mechanik, Forstwirt. Dann... Nehmen wir erstmal Träger, dann das andere. Dann Reiniger. Ja, Jäger, Reiniger. Das ist in Ordnung, das können wir auch erstmal so lassen. Dann schauen wir noch einmal kurz bei den Trägern hier. Malikus, Jäger, Träger, dann Handwerker. Ja, ist in Ordnung. Das werden eh die anderen Handwerker schneller erledigen als er. Und dann kommt halt Forstwirt, Schmied, Schneider, Reiniger. Ich mache Reiniger auf 2. Wenn nichts zu handwerken ist, kommt erst das Reinigen, dann kommt der Rest. So, und dann denke ich mal, haben wir hier bald schon eine etwas angenehmere Ordnung, hoffe ich. Es sieht nämlich ein bisschen schmuddelig aus bei uns. Das ist mir nicht entgangen. Und mit dem Tragen klappt es eigentlich. Hier ist der ganze Stahl schon mal weg. Hier liegt noch eine Menge rum. Aber ich habe den Eindruck, Marie kommt gerade. Ne, die baut den Stahl ab. Ist okay. Wir haben ja hier den Durchgang. Ich überlege, ob wir hier einmal so einen Gang einfach quer durch den Berg bauen. Also hier einmal verlängern und da eine Tür reinmachen. Ist sicher nicht schlecht. So für die Abkürzung. Zack. Wobei das natürlich dann auch wieder so Spawngebiet ist. Für Insekten. Ah, ich hasse die Insekten. Obwohl, wir haben eine Mod drin, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Insekten sind inzwischen nicht mehr so stark in dieser Mod. Von daher, ich lasse das mal. Ich lasse es trotzdem mal, meine ich. Wir gehen mal ein bisschen höher von der Geschwindigkeit und reagieren mal auf das, was so passiert.
Handelskarawane zieht weiter, das ist gut. Wir erforschen gerade den Schmelzofen, weil wir gerne Kleidung verbrennen möchten, die nicht gut genug ist. Ah ja, genau, und wir müssen hier noch Stühle bauen. Da hatten wir die Dinger abgerissen in der letzten Folge. Da müssen wir jetzt neue setzen. So, und dann schauen wir uns gleich mal eine Mod an, die dazugekommen ist. Die wurde empfohlen, Crafting Hysteresis. Ich zeig mal, was die macht. Die sorgt dafür. Jetzt muss ich erstmal schauen. Produziere, bis du X hast. Dann... Ah, jetzt ist sie nicht an. Ach, Mensch. Jetzt ist die nicht an. Ja, normalerweise stehen hier unten noch ein paar mehr Schaltflächen. Offensichtlich hat er die Mod nicht richtig geladen. Ich zeig's euch in der nächsten Folge. Habe ich jetzt zu viel versprochen. Verdammt. Gut. So, hier ist alles noch in Ordnung. Mal kurz die Temperaturen schauen. Wir haben es eigentlich konstant 21 Grad. Ja, hier natürlich nicht. Lager ist auch okay. 21. Hier ist ein bisschen wärmer drin. Aber die Heizung anders eingestellt? Woran liegt das? Keine Ahnung. Ist aber in Ordnung. Und hier ist auch überall 21 Grad. Passt also. Und hier minus 9. Gut, hier passt es auch. Dann schauen wir mal. Also, Ernte. Die Heilwurzel ist bald wieder fällig. 55% oder 56%. Dann würde ich sagen, können wir dieses Feld erstmal einstampfen oder vielleicht anders verwerten. Wir haben ja momentan hier, jetzt muss ich mal eben schauen, 150 Kräutermedizin. Von daher absolut ausreichend. Baumwolle wird gerade geerntet. Das ist schön. Können wir wieder Klamotten schneidern. Da sind wir ja ganz groß drin. Und jetzt schauen wir mal, wie sind die Stühle geworden? Normal ist in Ordnung, meisterlich sehr schön und normal. Gut, da können wir mit leben. Ich glaube, jetzt haben wir alle Möbel super. Also zumindest normal. Da würde ich es jetzt erstmal beibelassen. Es gibt im Übrigen auch eine Mod. Die habe ich aber nicht installiert. Mit der kann man einstellen eine Mindestqualität. Das heißt, ich... Statt normales Bauen sage ich dann Build Until und dann stellt man ein, wie hoch die, also mindestens die Qualitätsstufe sein muss und dann wird das so lange abgerissen und neu gebaut, bis die Qualitätsstufe erreicht ist. So, ein wild gewordener Truthahn. Nein, ein wild gewordenes Muffalo. Aber nur eins. Greift Odaiko an. Dann schauen wir mal, wo Odaiko ist. Da oben. Mit wild gewordenen Muffalos ist jetzt nicht unbedingt zu spaßen. Von daher hole ich unsere Leute mal kurz rein. Malikus als Jäger kommt runter. Den stellen wir mal hier hin. Odaiko kommt hier hin. Kibu kommt hier hin. Erstmal so. Malikus geht jetzt echt den langen Weg, ne? Jo. Da ist das Muffalo ja dreimal da, bis er da ist. Na, dann stelle ich die beiden hier hin. Ich bin ja froh, dass es nur ein Muffalo ist. Da haben wir auch schon ganz andere Sachen erlebt. So, ich würde sagen, wir stellen Odaiko mal dahin. Okay, Zeit reinzugehen. Malikus, wie weit bist du denn? Meine Güte. Mein lieber Mann. Kevin. Ah, Kevin repariert die Tür, das ist gut. Haha, sehr schön. Ah, es könnte kaum besser laufen. Das ist wirklich klasse. Johannes. Aber sofort rein mit dir. So, jetzt darf Malikus auch mal ein bisschen schießen. Okay, und es ist erledigt. Das heißt, wir haben einmal Frischfleisch. Unsere Leute dürfen weiterarbeiten.
Und da liegt hier einmal ein schönes Buffalo zum Verzehr. Fleisch sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir könnten mal noch ein weiteres Buffalo jagen. Aber wirklich nur eins. Die ganze Herde anzugreifen, das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Ihr wisst ja, wir hatten auch eine Besuchergruppe mit Verwandtschaft. Eine Gruppe der Fraktion Fischer vom Fluss besucht die Gilde. Ach, die Gilde? Mein Gott, die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handel dabei zu haben. Das ist schon mal schön. Daniel, Sammy und Speedy und einer davon ist Verwandtschaft. Stadtwache Daniel ist der Sohn von Darby. Okay. Ja, wunderbar. Das ist ja nicht schlecht. Darby ist ja, ne, die ist ja unsere Sklavin. Vielleicht können wir an diese Händler verkaufen. Oh, jetzt ein Überfall. Das kommt ja gar nicht gut. Piraten von der Fraktion Knüppelwiesel sind aufgetaucht. Sie werden sich vorbereiten. Das ist gut. Und diesmal haben wir auch zwei. Oh, ein Überlebensgewehr. Sehr schön. Das möchte ich gerne haben. Wir schauen uns auch gleich an, was das für Typen sind. Die bereiten sich jetzt vor. Von daher können wir erstmal den Handel abschließen. Das heißt, Jibu geht gleich mal den Kontakt aufnehmen zu Sammy. Können wir eigentlich noch ein bisschen schneller stellen hier. Wie gesagt, da der Angreifer sich noch vorbereitet. So, wo geht er denn hin? Da oben. Okay. Einmal handeln. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Kriegen wir unsere Geiseln los? Nein, wir kriegen sie nicht los. Ach Mensch. Ach, das ist wirklich ärgerlich. Ich würde sie so gern loswerden. Aber wir verkaufen erstmal schlechte Klamotten. Haben wir gar nichts momentan. Haben wir gar nichts. Das ist ja interessant. Wir haben tatsächlich keine schlechten Klamotten im Lager. Das ist ausgezeichnet. Wir kaufen ein paar Bauteile. 5 Stück hätten die. Die nehmen wir alle. Und wir verkaufen dafür einfach 5 Mahlzeiten. So, machen wir 8 raus. Dann kommen wir bei plus minus 0 raus. Und ansonsten Malaria-Block. Eine Droge, um sich vorbeugend vor Malaria zu schützen. Eine Pille alle 5 Tage und Malaria ist keine Plage. Okay. Nicht schlecht. Dass es das gibt, finde ich ja super. Werden wir jetzt aber nicht nutzen. Das Sturmgewehr. Ach, das ist ein übles. Sonst hätte ich ja fast überlegt, ob man das kaufen kann. Lassen wir aber sein. Nee, ja, wir können nicht viel handeln. Also wir machen das jetzt mit den Bauteilen und die Rationen als Austauschobjekt dann. Da fahren wir schon ganz gut. So, und dann bringen wir unsere Leute in Stellung. Tony und Missy greifen uns an. Schauen wir uns erstmal an, was das für Leute sind hier. Tony ist ein weiblicher Plünderer. Sehr gut im Nahkampf, trägt aber das Überlebensgewehr. Medizin, das ist eine ziemlich gute Allrounderin, würde ich sagen. Verweigert nämlich auch nichts. Allerdings hässlich. Einen subtil negativen Einfluss auf andere. Na super. Und psychisch sensibel. Dann hätten wir Missy. Ich wollte gerade sagen, Missy, das wäre jetzt ein komischer Zufall. Missy, die, naja, die wir getrost überspringen können, würde ich sagen, ja. Da würde ich jetzt mal gar nichts machen. Also, was machen wir? Wir holen natürlich Malikus und Odaiko und Jebo. Die drei. Die werden wir aktivieren und erstmal. Ich würde natürlich gerne angreifen. Ich stelle sie mal hier hin. Es müsste schon fast in Schussreichweite sein. Machen wir es mal ein bisschen genauer. Malikus hier. Odaiko hier. Und Jebu hier. Genau hinter die Bäume. Die geben halt ein bisschen Deckung. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir da klarkommen. Ich denke, das werden wir ganz locker bestehen. Ja, die starten ihren Angriff. Ah, nein, jetzt sind die anderen Leute noch nicht da. Ah, ja, entweder Rückzug oder jetzt die Tiere loslassen. Ich lasse die Tiere los. Malikus mit den beiden Tieren kann die
könnte die beiden ja schon fast alleine ausnocken. Oh, Malikus ist schon getroffen. Malikus, bitte greift Toni zuerst an. Außer Reichweite. Dann gehen wir ran. Oh, nee, 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 nee. Mach doch besser so. Und Jibo geht dorthin. Odaiko dort und die beiden. Alles klar, Nummer 1 hätten wir schon. Ah, Toni flieht schon. Toni flieht schon. Kriegen wir die noch? Ich glaube nicht. Irgendwann müssen wir anhalten. Naja, die ist schon außerhalb der Reichweite. Vielleicht kommen die Tiere noch dran. Nee, keine Chance. Okay, dann geht bitte zurück. Den Knüppel nehmen wir natürlich und den ziehen wir aus. Dann hat sich das erledigt. Malikus muss ins Bett. Wir schauen erstmal die Verletzung an. Das ist ein Schuss in die rechte Hand. Das geht. Ist nicht schön, aber der legt sich auch schon ins Bett. Dann kann Johannes gleich die Behandlung vornehmen. Ja, haben wir überstanden. Haben wir gut überstanden. Sehr schön. Ach, Malikus, bitte. Bleib liegen, bis es dir wieder gut geht. Dein Einsatz ehrt dich, aber es muss nicht sein. Gut. Tja, Johannes, vielleicht... Das kann wiederum nur Malikus machen, sich jetzt um das Tier kümmern, oder wie war das nochmal? Das ist auch nur eine Prellung, da müssen wir nichts machen. Ist schon verbunden, daran liegt's. Ist schon verbunden, alles klar. So, Malikus hat sich erholt, der ist wieder auf den Beinen. Ich denke mal, die Karawane zieht auch just weiter. Das Material liegt noch hier. Unsere 5 Bauteile. Und ja, dann könnten wir jetzt eigentlich mal... Genau, ich bleib mal so ein bisschen dabei hier. Okay, wir haben das Muffalo. Okay, wunderbar. Nichts passiert. Dann holen wir uns jetzt noch die Gazellen hier. Und dann soll's genug sein. Ich möchte nämlich ungern hier wieder das Problem mit diesen Tieren hier. Mit diesen Muffalos heraufbeschwören. Vorratskapsel! Kartoffeln. Gewitter. Ist natürlich auch ein Kommentarstil. Ich könnte immer ein Wort zur jeweiligen Situation sagen. Batterien fast voll. Das ist nicht schlecht. Unsere Anlage arbeitet. Wunderbar. Also, läuft alles. Die Batterien leeren sich halt in der Nacht wieder, weil die Generatoren schon lange nicht mehr ausreichen. Irgendwo brennt's schon, da brennt's. Oh, unsere Felder. Oh. Ich guck mal gerade, ob ihr... Oh, ist viel Feuer. Da oben auch. Stehen noch viele Bäume, das ist ein bisschen doof. Also dieses Feuer lösche ich hier. Dazu werde ich die Zone kurz zum Heimatgebiet machen. Damit dann, wenn gleich Leute wach werden, eben zum Löschen kommen. Ich glaube, es reicht schon gar nicht mehr, ne? Es wächst schon raus. So, Malikus ist der Einzige, der jetzt auf den Beinen ist, um 4 Uhr nachts oder 4 Uhr morgens. Aber der kriegt das auch im Alleingang hin. Jetzt fängt es an zu regnen, wunderbar. Ja, ist doch wunderbar. Das Heimatgebiet wieder entfernen hier. Dann gehen auch nicht so viele Bäume kaputt. Ach, schaut mal hier. Ein Alpaka, ein totes. Es verdirbt in weniger als einem Tag. Vielleicht kriegen wir es noch rechtzeitig geschlachtet und verarbeitet. Dann hätten wir auf jeden Fall das Fleisch gewonnen. Und falls das nicht klappt... Ja, wunderbar. Jetzt verdirbt es nicht mehr. Sehr schön.
Ich denke mal, wir brauchen wieder ein bisschen Holz. Ich guck gerade mal, wie unsere Vorräte sind. Mensch, ich komme mit dieser Kategorienanzeige noch nicht so klar. Oh ja. Gebiet freigelegt. Da ist ein kleiner Bereich hinter. So, ich denke, Material haben wir dann auch erstmal genug liegen. Es muss dann erstmal reingetragen werden. Stahl war ja so ein bisschen das Thema. Inzwischen haben wir aber immer noch keins. Das kann ja nicht sein. Das ist dann in einer anderen Kategorie. Wo versteckt sich der Stahl? Nanu? Ach da! So, 1500. Naja, es könnte mehr sein. Aber es liegt genug draußen rum. Wie gesagt, muss nur reingetragen werden. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann mal lieber darum, dass wir ein paar Bäume noch kriegen. Ein bisschen Holz. Alles, was hier liegt. Ah, ein Rotfuchs rächt sich. Hat sich schon erledigt. Ist schon tot, alles klar. So, und dann schauen wir mal auf die Laune. Marie sieht ein bisschen geknickt aus. Hat stärkere Schmerzen. Es drückt natürlich die Stimmung. Da können wir auch nichts dran tun. Marie wäre dann vielleicht ein Kandidat mal für einen Schmerzunterdrücker. Den wir ja irgendwann mal vielleicht kaufen könnten. Gibt ja so Implantate oder, ja, sind Implantate, die man einsetzen kann dann. Via Operation. So, der Herbst hat angefangen. Das heißt, bald endet unsere fruchtbare Zeit hier schon für die Pflanzen. Aber ich glaube, die Heilwurzel kriegen wir auf jeden Fall nochmal geerntet. Und ich denke mal, hier, wie es aussieht, von der Baumwolle auch nochmal gut. Fast das ganze Feld. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass mir doch einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Hilft natürlich auch dem Kanal und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.